An der Gördenbrücke ist gestern Nachmittag ein Mann ins Wasser gestiegen. Wenig später geriet er in Not und ging unter. Sofort wählten Zeugen den Notruf. Daraufhin rückten Helfer der DAK Wasserwacht, der DLRG, vom ASB, der Feuerwehr und der Polizei an. Der Bereich wurde für den Schifffahrtsverkehr gesperrt und eine groß angelegte Suche begann. Ja, wir haben den Notruf über den Deitscheller gekriegt in Potsdam, dass um 14.45 Uhr ein junger Mann im Wasser gegangen ist und ist dann unter Wasser geraten und nicht wieder aufgetaucht. Daraufhin ist ein weiterer Badegast zu ihm gestoßen, er hat nicht mehr ergreifen können. Und da wurde die Rettungsdienst und Polizei informiert und die kamen dann hier vor Ort. Wie war die Situation hier vor Ort? Ja, bei meinem Eintreffen waren sehr viele Schaulustige hier, auch mit Kindern. Wir mussten dann mit erheblichen Polizeikräften hier die Schaulustigen von der Brücke, neben der Brücke oder unterhalb der Brücke bilden, dass sie weitergehen. Ich verstehe das nicht, dass sie das einfach so machen, weil hier laufen Maßnahmen und ich glaube auch nicht, dass es gut ist für die Kinder, dass sie bestimmte Sachen gesehen. Wie war der weitere Ablauf hier vor Ort und wann konntet ihr die Person finden, in welchem Zustand? Ja, also jetzt kurz vor 16.30 Uhr wurde die Person leblos aus dem Wasser von den Rettungstauchern geborgen. Die Person wurde dann an Land gebracht, der Notarzt war noch im Einsatz gewesen. Jede Rettung kam leider zu spät und die Person ist quasi im Wasser verstorben.